Weltpremiere in der Schweiz. Mit einigen Tagen Verspätung startet das Solarflugzeug Solar Impuls mit Pilot André Borschberg am Militärstützpunkt in Payern im Westen des Landes zu einem 25-Stunden-Flug. Es ist eine Mission für den Prototyp Solar Impuls und zugleich ein Testflug. Wirklich wunderschön seien die Bedingungen da oben, sagt der Pilot der Nachrichtenagentur AFP per Funk beim Überflug des Juragebirges in 3300 Metern Höhe. Hinter dem aufsehenerregenden Projekt steckt der Schweizer Abenteurer Bertrand Piccard. It's a real project that was launched. Wir haben dieses Projekt vor 7 Jahren mit André Borschberg begonnen. 7 Jahre Design, Berechnungen, Simulationen, Projektionen und dann Konstruktionen des Solarflugzeugs, das Tag und Nacht ohne Treibstoff fliegen kann. Ganz ohne Treibstoff, nur mit Sonnenenergie. Auch durch die Nacht soll die Maschine also kommen, die mit nur 1600 Kilogramm Gewicht extrem leicht ist. 12.000 Siliziumzellen produzieren die notwendige Energie für den Flug der Solar Impuls. Damit die Akkus schön voll sind, ist das Flugzeug auf Sonnentanken in 8.500 Metern Höhe ausgelegt. In 2 Jahren soll die Solar Impuls mit ihren 63 Metern Spannweite reif sein, um in 5 Etappen die Welt zu umrunden.